Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auch heute geht es wieder in die Dunkelkammer und wir arbeiten da mal ein bisschen an der Basis. Und heute gucken wir uns an, was für unterschiedliche Vergrößerer es gibt und wie so ein Vergrößerer auch funktioniert, was die einzelnen Bestandteile sind, worauf man achten sollte und was man an so einem Vergrößerer auch noch tunen kann. Bei dem Video wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und wir sehen uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, hier sind wir wieder in meiner provisorischen Dunkelkammer. Zwei Vergrößerungen aufgebaut, einen für Mittelformat bis 6x6 und den anderen fürs Kleinbildformat. Heute soll es ja erstmal um die Grundlagen darum gehen, wie so ein Vergrößerer überhaupt funktioniert, woraus der besteht und welche Aufgaben die einzelnen Bestandteile haben. Und dazu gucken wir uns zuerst mal die zwei Grundtypen von Vergrößerern an, die es gibt. Die beiden, die ihr hier aufgebaut seht, die sehen sich ja auch schon recht ähnlich oben von den Bedienelementen. Das sind sogenannte Diffuser-Vergrößerer. Das heißt, hier oberhalb der Grundplatte habe ich einen Vergrößererkopf. In dem Vergrößererkopf befindet sich eine Kaltlichtquelle. Darüber sehen wir die Steuerelemente für das dichroitische Filter. Das ist ein Filterelement, was verschiedene Lichtfarben aus dem weißen Licht ausfiltert und somit farbiges Licht erzeugt. Bei Farbvergrößerungen dient das dazu, Farbstiche aus den Bildern rauszufiltern, wobei immer die Farbe, die ich reindrehe, quasi den Farbstich entfernt. Die Lampe sitzt im Vergrößererkopf quasi im hinteren Bereich und im vorderen Bereich ist dann ein Spiegel im 45-Grad-Winkel eingebaut, der das Licht nach unten umlenkt. Das hat dann auch den Zusatznutzen, dass die Wärme quasi im hinteren Bereich nach oben abgeführt werden kann und das Negativ gar nicht mehr direkt erreicht. Hier sehen wir mal so einen typischen Diffuser-Vergrößerer im Querschnitt. Wir haben unten das Grundbrett, dann haben wir eine Säule, an der kann der gesamte Vergrößererkopf rauf und runter bewegt werden. Und damit stelle ich dann gleichzeitig auch den Vergrößerungsmaßstab an. Oben im Gehäuse sehen wir die Kaltlichtquelle im Lampenhaus. Von da aus wird das Licht über einen Spiegel umgeleitet und dann durch eine Mischbox geführt, die dafür sorgt, dass das Negativ, das sich unterhalb der Filterschublade in der Negativbühne befindet, an allen Stellen möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet wird, also kein Hotspot in der Mitte entsteht. Und dann fällt das Licht eben durch ein Balgensystem unten durchs Objektiv und damit wieder aufs Grundbrett. Der Meopta Opemus ist ein typischer Kondenservergrößerer. Ja, das Gehäuse sieht von außen erstmal ähnlich aus. Wir haben hier oben das Lampenhaus. Das kann man in dem Fall öffnen und dann sehen wir auch direkt, dass hier also eine Opallampe drin ist, eine matt-weiße Glühbirne. Ja, und hier unten sehen wir direkt den Kondenser, also die Kondenserlinsen. Der Vergrößerer arbeitet vom Kleinbildformat bis hin zum Format 6x6. Hier sehen wir jetzt mal so einen Kondenservergrößerer im Querschnitt. Wir haben also unten das Grundbrett, wir haben eine Säule, da wird der Vergrößererkopf dran hoch und runter gefahren, je nach Vergrößerungsmaßstab. Den stelle ich eben mit dem Einstellrad ein. Das Lampenhaus, darin befindet sich die Lichtquelle. Von da aus gelangt das Licht durch den Kondenser dann gerichtet durch die Negativbühne, die wir jetzt hier sehen, und dann eben durch die Balgen und das Objektiv wieder zurück auf das Grundbrett, wo unsere Vergrößerung stattfindet. Die Einstellung der Vergrößerung nehme ich ja, wie gesagt, hier über die Verstellung der Höhe des Vergrößerungskopfes vor. Meistens ist das so eine Kurbel und den Fokus, ja, den stelle ich hier an der Seite ein. Damit fahre ich das Objektiv hoch und runter, verändere also den Abstand zum Negativ und damit stelle ich die Schärfe ein.
Wer jetzt sagt, das Ganze kommt mir doch irgendwie bekannt vor, der hat gar nicht so Unrecht, denn jeder, der ein Stativ hat und eine Kamera und ein Smartphone, der hat eigentlich alles, was er braucht, hier schon stehen, ein Grundbrett vielleicht noch. Und dann kann ich hier mit meiner Kamera ganz einfach Vergrößerungen erstellen, denn es gibt ja glücklicherweise die Paper Exposer App und dazu muss ich dann nur hier oben in so einen Plastikbausatz aus dem 3D-Drucker zum Beispiel mein Negativ einlegen. Das kann aber hier auch aus Schaumstoff sein, das ist dann selber zusammengeschnitten. Und dann starte ich die Paper Exposure App, habe im Augenblick mein Kopfhörerkabel nicht da, sonst könnte ich das auch fernsteuern. Und dann kann ich mit meiner Kamera quasi belichten. Ja, man sieht also hier unten kommt dann auch tatsächlich das projizierte Bild raus. Sieht man bei dem Licht natürlich ein bisschen schlecht. Etwas deutlicher wird das Ganze noch, wenn ich die Kamera mal tausche. Ich nehme also hier jetzt mal so eine Mamiya RB67. Warum? Das sieht man gleich. Wichtig ist natürlich, dass man das Objektiv in den Bulb-Modus stellt und sich auch hier so eine Kabelfernbedienung besorgt. Damit kann ich nämlich das Objektiv dann offen halten, sodass da permanent Licht durchfällt. Und dann habe ich hier mein Negativ. Auch da kommt wieder der Aufsatz drauf, so dass kein Licht nach außen fällt. Also das Negativ in die Kamera ins Back. Die Halterung drauf. Ja, und dann sieht man hier, wie bei einem Vergrößerer auch, kann ich quasi den Fokus einstellen, indem ich hier den Balkenauszug verlängere. Ja, die Höhe der Kamera bestimmt den Vergrößerungsmaßstab. Und dann brauche ich eigentlich nur auf meinem Smartphone wieder die Paper Exposure App zu starten. Und das jetzt wieder getimed. Wie gesagt, Kopfhörerkabel fliegt sonst irgendwo rum. Und dann macht das einmal gelbes Licht. Sieht man jetzt auch ein bisschen überstrahlt. Und dann nach einer Pause macht es dann magentafarbenes Licht. Damit kann ich die verschiedenen Gradationen ansteuern. Was das genau zu bedeuten hat, dazu gibt es dann auch nochmal ein eigenes Video. Und dann kommt das Handy wieder oben rein. Und das Licht fällt durch das Objektiv auf mein Vergrößerungsbrett. Den Vorteil der automatischen Steuerung, die ich durch die Smartphone-Anwendung habe, habe ich natürlich bei alten Vergrößerern nicht. Da muss ich hier so eine Zeitschaltuhr zu verwenden. Hier mein ganz altes mechanisches Modell. Da ist wirklich nur wie so ein Küchenwecker ein Zählwerk drin. Das läuft dann zurück und ich muss jedes Mal die Zeit neu einstellen. Etwas komfortabler sind dann schon die elektronischen Varianten. Hier bleibt die Zeit immer bestehen und ich kann durch Druck auf die rote Taste hier quasi die Belichtung auslösen. Und ich habe nebenbei nochmal eine Taste, um mein Fokuslicht einzuschalten. Ja, ganz komfortabel geht es dann mit solchen Belichtungscomputern. Da habe ich mal zwei Stück von aufgebaut, unterschiedlicher Ausprägung, im Prinzip aber von der Bedienung sehr ähnlich. Was ich sehr mag, sind Zeitschaltuhren, wo ich eben durch Drehen die Zeit einschalten kann mit einem Drehregler und nicht mit Plus-Minus-Tasten. Manchmal sind die Sprünge ja doch relativ groß. Ich mache aber zu dieser Serie von Zeitschaltuhren definitiv auch nochmal ein eigenes Video. Heute geht es ja in erster Linie um Vergrößerer. Ja, das war's quasi schon. Viel mehr an großen Unterschieden gibt es da gar nicht. Man sieht also, so ein Vergrößerer ist kein wahnsinnig komplexes Gerät. Bei den Preisen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, so einen kleinen, einfachen Kleinbild Schwarz-Weiß-Vergrößerer, den kriegt man schon zwischen 40 und 70 Euro, komplett mit Objektiv, mit allem drum und dran. Muss man dann vielleicht ein bisschen Spülmittel noch investieren, damit er wieder richtig glänzt. Es gibt also eigentlich keine Ausrede, sowas nicht zumindest zu Hause zu haben, damit, wenn man dann mal Lust hat, man eben mal ins Badezimmer, Rollläden runter, Tücher davor, und dann kann man da mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen dazu inspiriert, hat euch ein bisschen Lust gemacht, und was ihr davon haltet, wie ihr vergrößert, ob ihr vergrößert, was ihr für Geräte habt, das schreibt mir gerne unten in die Kommentare, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wenn dir dieser werbefreie Content gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt oder hier unten den Kanal abonnierst. Weitere Videos findest du zum Beispiel hier oben oder eben auf meiner Kanalseite. Und dann teile, like und kommentiere gerne, denn das hilft dabei, den Kanal bekannter zu machen, auch anderen Leuten denen die Möglichkeit zu geben, in der Suche auf diese Videos zu stoßen. Und ja, dann wirst du auch immer informiert, wenn es hier neue tolle Inhalte gibt. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.